Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Juhu! Okay, es ist Sonntag, Leute, eigentlich gemütliche Stimmung, aber ich bin mega aufgedreht, weil ich richtig Bock habe, mit euch heute weiterzubauen, denn das ist heute die letzte Folge, wo wir uns um diesen Treppenraum kümmern, denke ich mal. Eventuell noch mit mal ein paar Kleinigkeiten, je nachdem, was ihr mir so halt in die nächsten Kommentare so schreibt, ob das ein gutes Feedback ist oder ob ihr viel Kritik habt oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann könnte es sein, dass wir natürlich hier nochmal drüber gehen. Aber ich würde sagen, Leute, wir sind auf einem unfassbar guten Weg und heute werden wir die letzten Schritte machen, um das endlich hier zu vervollständigen. Ich bin mega motiviert, weil ich der Meinung bin, dass es sehr gut aussieht und das war halt meine Sorge am Anfang. Das habe ich am Ende der letzten Folge schon gesagt. Ich hatte die ganze Zeit Sorge, dass es eventuell doch nicht so einfach wird, ich mich ja tue, mich im Kreis drehe und im Endeffekt nichts Gutes dabei rauskommt. Diese Angst hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Das heißt, ich habe wirklich eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl bei dem, was ich hier mache. Und das freut mich sehr, weil, naja, wenn ich jetzt hier wirklich die ganze Zeit nur am Bauen bin und merke, dass es dann doch nicht so wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann ist das immer sehr frustrierend. Und ich denke, das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Deswegen, aber, ja, hier ist das nicht der Fall. Und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das war zum Beispiel der Fall bei beim Schlüsselraum ist das momentan der Fall. Also bei dem Raum mit den fliegenden Schlüsseln, da fällt mir momentan leider nicht so mega viel ein, was wir da noch machen können. Ich werde dort aber auf jeden Fall auch nochmal drüber gehen, dass es schöner aussieht, weil es soll schließlich eindrucksvoll sein und man soll hier zum Stein der Weisen kommen und denken, boah, da haben die sich aber Mühe gegeben, das sieht ja genial aus und diesen Effekt will ich schaffen und das werden wir auch schaffen, Leute, ganz sicher. So, diese Wand hier hochzuziehen wird natürlich jetzt nicht so mega lange dauern, deswegen, ich denke, ich werde gleich mal probieren, wie es aussieht, wenn ich diese Feuereinlässe, die ich letzte Folge schon gezeigt habe, wenn ich die überall so mache, wie ich mir das vorstelle. Das könnten wir gerne mal probieren und wir könnten auch nochmal gerne gucken, ob wir hier ein paar Kleinigkeiten verfeinern können, denn Leute, im Grunde können wir hier richtig, richtig viel machen. Also, wir haben alle Freiheiten der Welt, wir können hier alles so umsetzen, wie wir das am schönsten finden und das machen wir auch. Also, der Raum hier soll richtig cool sein, er soll eindrucksvoll sein und ja, wenn ich das schaffe, dann freut mich das. Ja, ich habe heute natürlich wieder einen unglaublich coolen Kommentar am Start, den ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Denn der heutige Kommentar kommt von der oder dem, ich weiß nicht, er oder sie, kann beides sein, von der oder dem Home Ghost. Er hat geschrieben oder sie hat geschrieben, Thema für LBH. Warum werden Peter Pettigrew und Voldy nicht zu Geistern? Laut dem 5. Band sagt Nick zu Harry nach dem Tod von Sirius, dass nur die, dass nur die als Geist zurückkommen, die zu große Angst vorm Tod haben. Und die beiden fürchten den Tod, oder? Ich muss kurz sagen, ich kann schlecht immer die Kommentare vorlesen, weil das auf einem anderen Bildschirm ist und dann muss ich immer so schielen und naja, egal. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Frage und eine Frage, die man sehr gerne auch heute mal so ansprechen kann. Und ja, da würde ich gerne mal sofort drauf zu sprechen kommen. Allerdings, nochmal ein ganz kurzer Cut, wir müssen natürlich hier kurz auch eine Tür reinsetzen. Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, wie wir jetzt als nächstes weitermachen, denn wir haben jetzt diese Aufgabe geschafft. Habe ich noch Holz? Ah, da. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre jetzt nämlich schon wieder das Ding gewesen, wenn ich jetzt schon wieder hier nicht genug Holz für eine Tür hätte. So, da haben wir unsere Tür. Und zack. So, damit haben wir auch unsere Tür hier drin. Wir können es eigentlich direkt noch eine machen für den anderen Raum. So. Dann nehmen wir uns die auch direkt und hauen die auch direkt hier so rein. So, ja, machen wir das. Ja, können wir so machen, ist ja egal. So, ja, damit hätten wir das auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verfahren wir hier weiter? Und die Decke natürlich. Die Decke würde ich schon gerne nochmal ein bisschen bearbeiten. Dass wir die hier halt ersetzen durch einen anderen Stein. Aber Leute, wenn das mal nicht episch aussieht, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja mal richtig geil. Gefällt mir sehr. Oh, was wir hier aber auch vergessen haben, die gruseligen Gesichter, Leute. Da haben wir uns zertan. Die hätte ich ja... Oh, ja, toll, Daniel. Okay. Also, während ich das hier mal kurz korrigiere, würde ich gerne mal auf das Thema zu sprechen kommen. Es ist ja so, wie Homeghost auch geschrieben hat, der gute Voldy hatte Angst vorm Tod, und zwar große Angst, das war seine größte Angst, und deswegen hat er auch alles dafür getan, um unendlich leben zu können, auch wenn es am Ende nicht so wirklich funktioniert hat. Und ja, wie er auch geschrieben, oder wie er oder sie, ich einige mich mal jetzt auf ein Er, falls eine Sie ist, fühle ich bitte nicht angegriffen, ich
also er hat ja geschrieben, dass im fünften Teil ja gesagt wurde, dass man Geist wird, wenn man Angst vorm Tod hat. Und das stimmt ja auch. Das wisst ihr, denke ich, alle, die den fünften Teil gelesen haben. Die kennen das Gespräch zwischen Nick und Harry, nachdem Sirius gestorben ist. Und das war auch ein sehr rührendes Gespräch, muss ich sagen. Weil, naja, Harry hat das so als letzte Möglichkeit gesehen, vielleicht seinen Paten noch zu retten. Aber Nick musste ihm halt mitteilen, dass man ihn nicht retten kann. Und ja, das war halt ein sehr trauriger Moment, weshalb sich wahrscheinlich auch viele an diese Szene erinnern, weil sie halt so traurig war. Aber ja, Homeghost hatte auf jeden Fall recht. Es ist halt eine Reaktion darauf, dass man Angst vorm Tod hat. Und wie gesagt, Voldemort hatte Angst vorm Tod. Warum hat er es also nicht gemacht? Ich habe da eine ganz spezielle Theorie und ich glaube auch, dass diese Theorie sehr wahrscheinlich stimmen wird, auch wenn ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Aber für mich hört sich das doch schon relativ plausibel an. Und zwar folgendes. Voldemort hat ja sehr viele Horcruxe erschaffen. Und ich glaube, ein Geist ist die Reinkarnation der Seele des Menschen. Es ist ja kein Körper mehr, es ist kein Blut mehr, es ist kein Fleisch mehr, es ist keine Haut mehr. Es ist keine Masse mehr an sich, sondern einfach ein durchsichtiges Etwas, was nicht greifbar ist. Also, es ist nichts Plastisches. Bedeutet, es muss irgendetwas dazwischen sein. Und was ein Mensch besitzt und was einen Menschen einzigartig macht, auch hier übrigens in der Community, ist die Seele. Ist die Seele eines Menschen, die bei jedem anders ist und die immer individuell ist. Und ich glaube, das, was bei einem Geist am Existieren ist, ist nur die Seele der Person. Und wer hat seine Seele verstümmelt? Genau, der gute Voldy. Und ich glaube, es wurde in den Büchern sogar so vermittelt. Ich glaube, es wurde sogar gesagt, dass Voldemort deshalb keinen Geist erschaffen konnte. Sicher bin ich mir da aber gerade nicht. Deswegen, falls es stimmt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Auch gerne, wenn es nicht stimmt, dann weiß ich das. Aber ich meine, es wurde sogar so kommuniziert. Und es ist natürlich klar, wenn es wirklich die Seele ist, die bei einem Geist noch am Existieren ist, und Voldemort hatte halt nun mal seine komplette Seele ruiniert, indem er sie halt in 7 Teile gespalten hat, ja, dann sollte, denke ich, klar sein, warum dieser keinen Geist mehr erschaffen konnte. Aber unter dem Kommentar von Homeghost war noch ein anderer Kommentar, den ich sehr gerne anstreichen würde. Ich habe leider den nicht gescreenshottet, habe halt auch gerade nicht den Namen von der Person, aber ich hoffe, sie fühlt sich angesprochen. Denn unter diesem Kommentar wurde noch geschrieben, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass Voldemort keine Lust hatte, als Geist wiederzukommen, weil es ihm nichts bringen würde. Weil er keinen Zauberstab halten könnte und es für ihn relativ sinnlos wäre. Das persönlich glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Voldemort hatte ja Angst vor dem Tod. Das heißt, es war seine größte Angst und diese Angst hat ihn wirklich dazu gebracht, richtig, richtig schlimme Dinge zu tun. Und jemand, der seine Seele so verstümmelt und Morde dafür begeht, um nicht sterben zu müssen, ist in meinen Augen schon, sehr verzweifelt und würde wahrscheinlich alles dafür tun, um sein Leben zu erhalten. Und deswegen glaube ich nicht, dass Voldemort nur zurückgeschreckt hätte, weil er halt keine Lust hätte, ein Geist zu sein. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube vielmehr, dass er es eben nicht konnte. Und wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, als Geist wiederzukommen, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er einfach nur als Plänemacher, als Drahtzieher quasi angestellt worden wäre. Dass er eben dafür sorgt, dass seine Pläne weiterhin umgesetzt werden, auch wenn er eben nicht mehr zaubern kann, auch wenn er eigentlich nichts mehr machen kann. Aber ich denke, er hätte das trotzdem lieber gemacht, als gar nicht mehr zu existieren. Ist meine persönliche Meinung und ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze so seht. So, jetzt aber nochmal ein ganz kurzer Cut. Ich möchte eben schauen, also wie wir das hier mit den Feuersäulen machen. Ihr könnt die natürlich hier wieder so setzen oder ich setze die einfach in der gleichen Höhe wie hier. Also so durchgehend, wisst ihr? Oder wir lassen sie auch wirklich immer tiefer laufen. Ich persönlich würde fast schon sagen, lassen wir die doch einfach in dieser Linie verlaufen. Weil wenn das jetzt so weiter runter geht, ist das voll unnötig, weil die Fackeln sorgen ja schon dafür, dass es hier unten hell erleuchtet ist. Muss mich einmal räuspern. Frosch im Hals. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir probieren das und gucken dann, wie es aussieht. Aber was natürlich dann immer schwierig ist, ist die richtige... Ja, direkt falsch gemacht, Daniel. Du bist der Beste. Du kannst es. Mensch, Mensch, Mensch. Aber Moment, das lasse ich mir kurz als Markierung. So, jetzt haben wir es nämlich richtig. So, und dann setzen wir da wieder den Stein hin. Und dann würde ich sagen, machen wir von Markus aus erstmal nur die Markierungen. Dass wir wissen, wo das genau hin soll, in welcher Höhe. So, und zwar genau hier. Ja, das ist richtig. Gut gemacht, Daniel. Du kriegst einen Keks.
und hier. Sehr gut. Genau, und das müssen wir natürlich auf der anderen Seite genauso machen. Ich gucke jetzt allerdings nochmal von hier aus, dass wir das nicht falsch machen. Ja, ist richtig. Das scheint auch, ja, ist richtig, gut. Und, ta-ta-ta-ta, ist auch richtig, wunderbar. Und damit müssen wir das jetzt nur noch hier ein bisschen höher ziehen. Einmal für die Flammen und einmal für die Treppe. Und wir können gleichzeitig direkt hier noch einen reingehen, damit wir das gleich durch andere Steine ersetzen können. Und das machen wir jetzt auch einmal bei jedem. Und dann haben wir auch so Feuerkessel gesetzt, die das Ganze nochmal ein bisschen schauriger machen. Und ich finde es auch mega schön, wenn wir später hier, oder wenn ihr später die Welt downloadet und hier rumlauft. Dann finde ich es immer mega schön, wenn dann gerade an so mystischen Orten dieses Flammengeräusch ist. Und wenn wir hier überall Feuerstellen haben, dann wird dieses Flammengeräusch überall sein. Das, ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch ein bisschen gestört, aber ich persönlich würde das als wichtig erachten. Keine Ahnung wieso. Hinterfragt es nicht, ich kann es nicht erklären. Ich finde es einfach irgendwie cool. So, genau, und jetzt zimmern wir diesen Stein da rein, von dem ich natürlich mal wieder nicht genug habe, oder? Nein, natürlich nicht. Daniel, was kannst du eigentlich? So, da machen wir uns eben nochmal neue. Und ich glaube, das war der hier. Bitte tötet mich nicht, wenn es falsch ist. Warte mal. Ist das der richtige? Wartet mal. Ja, ist der richtige. Wunderbar. So, und dann machen wir das natürlich auch noch hier. Und natürlich dann nochmal. Hier. Und dann nochmal. Hier. So. Ja, das sollte doch eigentlich ganz gut sein. Ja, dann mache ich das jetzt erstmal weiter. Eine Sache, die ich mir aber im Voraus schon überlegt habe, die ich in dieser Folge unbedingt mal ansprechen wollte und was ich auch äußerst schwierig finde anzusprechen. Peter Pettigrew. HomeGhost hat ja auch gerade Peter Pettigrew angesprochen. Warum hat er sich nicht zum Geist machen wollen? Beziehungsweise warum wollte er nicht als Geist wiederkommen? Ich habe eine Theorie, die das Gute in ihm wieder bestärken würde. Und ich finde, er ist ein Teil der Rumtreiber. Ich mag ihn nicht, um Gottes Willen, nein, ich hasse Peter Pettigrew. Und ich finde auch, er hat eigentlich so viel in seinem ganzen Leben falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und er sollte sich schämen für das, was er in seinem ganzen Leben angestellt hat. Aber, wie wir am Ende vom 7. Teil im Buch erfahren konnten, hat er sowas wie Reue gezeigt, indem er halt Harry und die anderen hat fliehen lassen. Das wurde im Film natürlich anders dargestellt, aber wir Buchleser wissen ja, wie es wirklich war. Und ja, ich glaube, diese Reue hatte er nicht erst zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, diese Reue hatte er schon viele, viele Jahre vorher, hat es hochgradig bereut und konnte halt nichts machen, weil er Voldemort unterstellt war und halt auch nicht brutal sterben wollte. Aber ich glaube, er hat es so sehr bereut, dass er es niemals für gut heißen würde, sein Leben unendlich lang leben zu wollen. Und dieses Gefühl, seine besten Freunde verraten zu haben, dass er dieses Gefühl dann für immer behält und nie sterben kann und immer unter den Lebenden, weil mit diesem Wissen seine Freunde verraten zu haben, ich glaube nicht, dass er das gewollt hätte. Das spricht jetzt natürlich darauf an, dass er vielleicht doch was Gutes in sich hat. Das mag jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, Peter Pettigrew hat wenig Gutes in sich, aber was ich ihm zutraue, ist, dass er Reue zeigt. Und dass er Reue gezeigt hat, das wissen wir aus dem 7. Teil. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Geist wirklich hätte Lust wiederzukommen, weil, naja, er hat seine besten Freunde verraten. Er hat seine besten Freunde kaltherzig, kaltblütig verraten. Und das ist einfach so ekelhaft. Ich würde, jeder Mensch, jeder normal denkende Mensch und auch jeder wahrscheinlich von euch, der sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wird doch denken, wie kann man in seiner Haut weiterleben wollen? Das ist wirklich so. Also, Peter, du bist ein Arsch. Ohne Scheiß. Also, ich will ihm auch gar nicht hier was Gutes zurechnen. Ich bin immer noch der Meinung, dass er definitiv ein scheußlicher Charakter ist. Aber ich glaube trotzdem, so etwas wie Reue hat er empfunden. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er eben auch kein Geist mehr sein wollte. Dass er eben sein Dasein nicht mehr weiterfristen wollte. Denn so eine große Angst vor dem Tod hatte er ja zumindest nicht so sehr wie Voldemort. Also es wurde nie kommuniziert, dass er so panische Angst davor hat. Deswegen würde ich auch nicht glauben, dass er ja alles dafür tun würde, um weiterleben zu können. Das ist so meine kleine Theorie, die ich mir im Voraus überlegt habe. Jetzt würde es mich aber interessieren, was sagt ihr zu dieser Theorie? Glaubt ihr wirklich, dass Peter, oder generell, glaubt ihr, dass Peter einen Anflug von Reue zeigt und in welchem Ausmaß? Dass er einen Anflug von Reue gezeigt hat, wissen wir ja. Aber in welchem Ausmaß? Glaubt ihr wirklich, er hat es schon Jahre vorher stark bereut? Oder wirklich erst am Ende des 7. Teils, wo er Harry und die anderen hat flüchten lassen?
würde mich unglaublich interessieren, weil generell Peter Pettigrew ist ein ziemlich cooles Thema, weil, nun ja, er ist halt ein Verräter und normalerweise mag man Verräter ja nicht, aber er hat sein Leben mit einer guten Tat beendet, was ihn ein ganz kleines bisschen rehabilitiert hat, aber auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Und ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. So Leute, das hätten wir jetzt und weil die Folge noch nicht so lange geht und wir noch ein bisschen Zeit haben, werde ich jetzt noch die Decke bearbeiten. Dann haben wir es geschafft, Leute. Es sieht so richtig, richtig nice aus einfach. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin mega zufrieden. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir die Decke hier noch ein bisschen höher ziehen sollen. Wobei es eigentlich nicht schlimm ist, weil, naja, die Decke wird alleine hier immer höher, 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 höher. Und naja, wenn man hier unten ist, ist die Decke schon so hoch, dass man schon fast gar nicht mehr bis nach oben gucken kann. Deswegen, ich glaube, das reicht eigentlich so. Aber trotzdem müssen wir die Decke jetzt einmal rauskloppen. Ich würde sagen, wir kloppen auch den Stein hier einmal wieder raus. Es war ein bisschen dumm, den letzte Folge so zu setzen, weil ich würde ungern Steinziegel dafür verwenden. Wir müssen mal gucken, welcher Stein gleich dafür am besten... Uppala, super Daniel, alles klar. Hast dich heute ja noch gar nicht blamiert, wurde auch an der Zeit. So, da haben wir ihn. Ich würde ja eigentlich total gerne bemoosten Kebbel dafür verwenden, einfach weil es cool ist, wenn die Decke so vermoost und bemoost aussieht. Aber dafür haben wir nicht genug, leider. Wobei, uno momento. Wartet. Ich komme sofort auf das, was ich... Ja, bemooste Steinziegel. Leute, das können wir machen. Das sieht bestimmt mega geil. Oh Gott, Leute. Wir machen bemooste Steinziegel als Decke. Das wird richtig cool aussehen. Aber nicht alle, nur ein paar. Weil wenn alle bemoost sind, dann sieht das wieder zu... Ja, zu gewollt aus. Wir werden ein paar bemooste und ein paar nicht bemooste reinsetzen. Oh, das ist eine coole Sache. Das ist eine coole Sache. Das wird so ein cooler Raum hier, auch wenn es nur eine Treppe zu einem richtigen Raum ist. Aber ist egal, Leute. Ich habe jetzt hier viel, viel Zeit und Mühe reingesteckt und ich glaube, das lässt sich auch sehen und ich bin froh, dass ich das gemacht habe hier, so wie ich es gemacht habe. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht durch euch umstimmen lassen wollen würde, wenn ihr denn noch bessere Ideen hättet. Deswegen, Leute, ich sag's immer wieder, schreibt mir eure Meinung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So. Da haben wir wieder so eine Erdeschicht, das ist ganz gut, die geht gleich ziemlich schnell weg. Und ja, müssen wir nur noch die Steine hier an den Seiten rauskloppen. Den muss ich eigentlich nicht entfernen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ist die Spitzhacke? Ja, bei der Spitzhacke müssen wir langsam aber sicher aufpassen, dass wir die nicht kaputt machen. Wir kommen so langsam in den kritischen Bereich. So, das hätten wir. Ich würde sagen, das hier ist die Abschlusslinie. Den Rest machen wir später. So, und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Und, ja gut, den hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Egal. So, damit haben wir jetzt aber alle Steine abgebaut. Jetzt nehmen wir natürlich noch unsere Knorke-Eisenschaufel. So, und ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen schnell. Tut es natürlich nicht so wirklich. Geht genauso schnell, wie wenn ich Steine abbaue. Und da oben hat man gerade die Oberfläche gesehen. Interessant. Ja. Ich glaube, zu dem Thema von Home Ghost kann man soweit erstmal nichts mehr sagen. Das ist so meine Theorie zu dem, was er oder sie geschrieben hat. Auch bezüglich natürlich Peter. Und ja, also ein Geist ist, denke ich, wirklich viel mehr Seele als alles andere. Also, was soll es sonst sein? Es muss ja irgendwie etwas sein, was den Charakter widerspiegelt von der Person, die damals gelebt hat. Und das kann ja eigentlich nur die Seele sein, weil die Seele ist das einzige Nicht-Plastische, was einen Menschen individuell macht. Und, ja, deswegen. Also, ich glaube, dass es einfach an der Verstümmelung von Voldemorts Seele liegt, dass es eben nicht geklappt hat. Und wie gesagt, ich glaube, es wurde sogar von den Harry-Potter-Büchern so vermittelt. Aber, wie gesagt, weiß ich nicht hundertprozentig. Es kann auch sein, dass ich mich da täusche. So! Jetzt klatschen wir hier das rein, nehmen uns daraus Bemoosten, dann haben wir hier Bemoosten und Nicht-Bemoosten. Und dann platzieren wir jetzt erstmal ganz wild den Nicht-Bemoosten. Das muss auch gar keine Struktur verfolgen. Einfach nur so kreuz und quer, wie es halt passt. Und es passt natürlich nur blöd, weil ich nicht fliege. So, jetzt fliege ich. Jetzt sollte es besser passen. Und ja, ich guck mal, ob diese zwei Stacken Steine reichen. Ich würde gerne etwas mehr Bemoosten als Nicht-Bemoosten setzen. Weil ich das auch ein bisschen attraktiver dann fände. Weil es kann ja immer sein, dass Hogwarts irgendwie undicht war und dass dann Regenwasser hier runtergelaufen ist und dann ist hier einfach Moos entstanden, weil das Wasser hier so durchlief. Und überall, wo es feucht ist, entsteht natürlich auch Grün und so. Ja, Biologie ist wieder am Start. Also könnte ich mir schon sehr gut vorstellen,
dass das hier so eine Erklärung dafür sein könnte, warum die Decke bemoost ist. Man muss ja auch alles mal wieder so ein bisschen erklären. So. Ich setze das mal hier direkt über die Säulen, weil, wie gesagt, ich will weniger Clear benutzen und mehr mit Moos und die sieht man da sowieso nicht. So. Passt eigentlich. Jetzt nehmen wir die Bemoosten und füllen die Lücken auf. Und das sieht ziemlich cool aus. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da müssen wir jetzt hier so ein bisschen gucken, dass wir keins übersehen, kein Loch. Aber das kriegen wir schon hin. Oh, das sieht richtig gut aus, Leute. Ich bin sehr zuversichtlich. Vielleicht müssen wir uns gleich nochmal ein paar mehr machen. Da müsste ich aber... Oh nein, ich hoffe, ich muss nicht in die Base dafür. Ich glaube, ich habe im Rucksack aber noch... Nein, ich habe im Rucksack definitiv noch welche. So. So, das war es schon an den Bemoosten. Dann holen wir uns dann schnell mal wieder neue. So, und ja, da habe ich noch genug. Also, kein Problemchen. So, die machen wir auch nochmal eben zu bemoosten. So, dann da noch. Gut, und dann noch da. Gut, dann sollten wir das jetzt soweit haben. Ich glaube, ich habe keine Lücke freigelassen. Ja, haben wir alles gemacht. Leute, das sieht verflucht geil aus. Eine Sache, die ich... Oh, jetzt kommt mir noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee für den Raum, Leute. Ich will die Decke nicht glatt lassen. Das hält mir gerade auf. Ich will da einen Rundbogen reinmachen. Das wird so ein bisschen rund abgerundet oben. Das machen wir aber später. So sieht es jetzt erstmal aus und ich muss sagen, Leute, es gehört auf jeden Fall zu einem der Bereiche vom Stein der Weisen, die mir bisher am besten gefallen. Lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung da. Wie findet ihr das? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Und schreibt mir unbedingt was zu dem heutigen Thema in die Kommentare, weil es wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen auf jeden Fall ein wunderschönes Restwochenende. Genießt den gemütlichen Sonntag und habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich glaube, die Folge müsste eigentlich... Warte, wann kommt die Folge raus? Es kann sogar sein, dass Weihnachten dann schon ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!